Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie ihr sehen könnt, sitze ich hier vor meinem neuen Zelt. Das habe ich selber genäht. Es ist ultra leicht aus Dyneema-Stoff gefertigt. Und wenn euch die Details davon interessieren, dann bleibt dran. Ja, was ist das Besondere daran? Also erst einmal, wie gesagt, es ist ja ultra leicht, weil aus Dyneema, wir sprechen hier von dem Basisgewicht der Hülle von unter 600 Gramm. Also bei, das müsste ungefähr um die 550 Gramm sein. Und die ganzen Abspannpunkte hier, das sind nochmal fast 100 Gramm. Und wenn wir das Basisgewicht quasi mit den Strippen hier zählen, sind wir bei 630 Gramm mit Hülle und allem drum und dran. Die Heringe wären dann extra, die sind dann nochmal so bei ungefähr 100, 120 Gramm. Und das wird aufgebaut mit zwei Trekking Poles, also Trekkingstöcken aus Carbon. Die gibt es mittlerweile auch relativ günstig schon zu kaufen und wird mit einem Fix Plus Verbindungshalter quasi verbunden und einem kleinen Seil mit zwei Schlaufen. Ja, und das Besondere daran ist eben, man hat ein Ultraleichtzelt für zwei bis vier Personen, je nachdem, was man damit vorhat. Im Sommer können da ohne Probleme eben vier Personen drin schlafen. Im Winter ist es so, wenn man einen Ofen darin aufbaut, ja, dann ist es für zwei Personen super ausreichend und super Platz, um alles noch an Ausrüstungsgegenständen dort eben drin zu verstauen. Es handelt sich um ein Zelt, welches nur eine einzelne Schicht hat, ohne Moskitonetz, ohne Innenzelt oder irgendwas. Von daher macht das mit dem Ofen wieder Sinn, weil man die Feuchtigkeit, was da an der Innenseite kondensiert, eben wegheizen kann. Ja, warum habe ich das eigentlich jetzt genäht? Es ist so, wenn Leute von euch vielleicht meine vorigen Videos gesehen haben, vor ein paar Jahren schon habe ich solch ein Zelt benutzt, um durch Skandinavien zu reisen. Das hatte ich damals auch selber genäht. Das war aus silikonierten Nylonstoff gefertigt, auch relativ leicht. Damals aus 40D, das ist die Typenbezeichnung fürs Gewicht im Prinzip, also für die, nicht nur das Gewicht, sondern wie schwer im Prinzip ein Quadratmeter des Stoffes ist. Und ich fand es damals schon wirklich leicht und habe mir aber gedacht, ja, ich würde ganz gern mal ein neues Zelt nähen, was noch leichter ist und was den Vorteil hat, dass sich das nicht bei Feuchtigkeit verzieht und durchhängt. Weil ehrlich gesagt, das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Bei solchen Zelten, die man so abspannt mit so vielen Punkten, ist es eben so, die Fläche ist relativ groß. Also wir sprechen hier von ungefähr 12 Quadratmetern fast von diesem Stoff hier. Und von daher hat man eben den Punkt, wenn man das mit silikonierten Nylongewebe macht, dann hängt das halt durch, weil es Feuchtigkeit aufnimmt, der Stoff, und dann ist der Innenraum wesentlich kleiner. Ja, und man kommt überall mit dem Kopf und mit den Seiten hier, kommt man überall daran und ja, dann wird man halt plitschnass von dem Kondensat. So, das ist natürlich nicht so schön. Bei dem Dyneema-Stoff ist es so, der nimmt keine Feuchtigkeit auf. Das heißt, das bleibt immer gleichmäßig gespannt, das dehnt sich nicht oder irgendwas. Ja. Und das ist natürlich von Vorteil. Außerdem natürlich ist es wesentlich leichter, ist klar. Also dieser Dyneema-Stoff wiegt auf den Quadratmeter 18 Gramm. Kriegt man bei Extremtextil zu kaufen. Ehrlich gesagt eine wirklich tolle Firma. Ich habe da schon seit vielen Jahren immer wieder eingekauft. Die sponsern meine Videos oder meine Ausrüstung nicht, aber die kann ich auf jeden Fall empfehlen für alles Mögliche an Outdoor-Material, was man so zum selber basteln braucht. Ja. Also wie gesagt, 18 Gramm der Quadratmeter. Das heißt, diese 12 Quadratmeter waren irgendwie bei, ich habe es jetzt genau nicht mehr im Kopf, aber 300 irgendwas Gramm. Also super, super leicht, muss man wirklich sagen. Ja, finde ich eine tolle Sache. Es ist leider sehr glänzend. Das ist das, was mir nicht so gut gefällt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Nylon-Stoffen, die eben sich doch besser in die Landschaft einfügen, ist das sehr. Das raschelt im Prinzip so ein bisschen wie Plastik, wie eine Plastikfolie. Ja, das ist der Nachteil und glänzt, es fällt halt auf und es ist relativ durchsichtig. Also da muss man sich dran gewöhnen. Klar, wenn da Wasser dran kondensiert,
dann sieht man da nicht mehr wirklich gut durch, aber man sieht eben schemenhaft, kann man eben in das Innere gucken oder auch nach draußen. Der eine mag das, der andere nicht. Ja, das ist jedem selber überlassen. Es gibt diesen Stoff tatsächlich in verschiedenen Qualitätsstufen oder Dicken sozusagen, in Stärken von, ich glaube, 12 Gramm pro Quadratmeter und dann auch irgendwas mit, was sind das, 36 Gramm und noch schwerer, je nachdem, was für Anwendung man hat. Ist vielleicht zum Beispiel interessant für ein Ground Sheet, also für ein Zeltboden im Prinzip oder was man drunter legt unter so ein Zelt. Ja, ist aber nicht ganz günstig. Also das muss ich gleich mal dazu sagen. Dieser Stoff hier kostet irgendwas bei, ich glaube es sind 46 Euro der Laufmeter. Laufmeter bedeutet 1,30 Meter Breite, 1 Meter Länge. Und wie gesagt, ich brauchte davon 12 Meter. Also könnt ihr euch selber ausrechnen. Das ist ein teurer Spaß. Also ich glaube, das waren irgendwas bei 500 irgendwas Euro, plus natürlich den ganzen Zusatzmaterial, was man so braucht. Und das ist dann schon ein ziemlich teures Zelt, selbst wenn man das selber näht. Ich habe mich damals immer gewundert, warum diese Zelte so viel kosten, so teuer sind. Ja? Also in den USA gibt es tatsächlich ein, zwei Hersteller, die auch tatsächlich Dyneema Einfalltipis herstellen. Aber das ist alles immer irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Und ich habe mich immer gewundert und dachte, das kann doch nicht sein, so viel Geld. Ja, aber klar, ich meine allein der Stoff, ne, was der kostet. Wie gesagt, wir sind hier bei den Materialien über 600 Euro, weil die ganzen Dyneema-Abspannpunkte hier, Abspannseile, diese Clips hier zum Spannen der Seile und, also das ist so viel reißfestes Garn und natürlich auch das Tape. Also das Interessante eigentlich an Dyneema ist die Verarbeitung. Im Gegensatz zum Beispiel zu silikoniertem Nylongewebe ist es eben so, dass es sich nicht verzieht, hatte ich ja schon gesagt, und dadurch kann man es eben kleben. Das heißt, man nimmt doppelseitigen Klebebandstreifen, der aber extra speziell für dieses Dyneema-Zeug gemacht wurde, tapet sozusagen auf die eine Seite am Rand das drauf, zieht die Schutzfolie ab, klebt auf der anderen Seite die gegenüberliegende Naht drauf und fertig ist die Geschichte. Im Prinzip reicht das angeblich aus. Ich persönlich habe darauf nicht vertraut und habe dann einfach eine Naht natürlich überall nochmal drüber gesetzt. Aber nur eine einfache Naht, keine doppelte oder irgendwas. Nur an bestimmten Stellen. Ja, die Verarbeitung geht deswegen jetzt nicht schneller als bei anderen Materialien, aber gegenüber diesem silikonierten Nylon, was sich wirklich, es lässt sich nicht kleben, es verzieht sich beim Nähen wie verrückt, also es ist unglaublich. Man kriegt eigentlich keine richtig gute Naht hin, oder jedenfalls ich krieg's nicht hin. Und ich habe bei dem silikonierten Nylongewebe, daraus habe ich ja die meisten von diesen Zelten genäht, da kostet der Stoff dann natürlich für so ein Zelt nur sowas wie 140, 150 Euro. Klar, das ist ein Riesenunterschied. Aber die Nachteile, die dadurch entstehen, die waren das einfach für mich. Ja, das war es nicht wert, da auf das zu verzichten. Deswegen habe ich gesagt, jetzt nach so vielen Jahren möchte ich das auch mal ausprobieren mit dem Dyneema. Und ja, ich habe das jetzt ein paar Nächte getestet. Ich bin hier auch gerade wieder unterwegs. Von daher ist das eigentlich ganz interessant, hier mal auch ein paar Sachen zu erzählen, wie sich das so anfühlt. Zum Beispiel am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann scheint natürlich die Sonne voll dadurch. Im Prinzip hat man so einen gewissen Gewächshauscharakter. Also es ist genauso hell drin wie draußen und du siehst eben den Sonnenaufgang oder Untergang. Das ist eigentlich ziemlich schön. Man hat wirklich gutes Licht sozusagen dann. Aber man fühlt sich immer auch ein bisschen beobachtet da drin. Das muss man wirklich sagen. Da gewöhnt man sich auch dran, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man an abgelegenen Stellen mit dem Zelt steht. Ich brauche das eben, wenn ich Jurten ausliefere, ja, dann muss ich irgendwo unterwegs zelten, muss mich irgendwo entweder im Auto schlafen legen oder eben im Zelt. Das Auto ist meistens voll mit Jurtenmaterial, von daher baue ich mir dann ein Zelt auf. Ja, genau, und ich zeige euch jetzt vielleicht mal, ich nehme euch mal mit und zeige euch mal ein paar Details von der Verarbeitung her und sage dann noch ein paar Sachen dazu.
ja, jetzt sitze ich mal hier drin und ihr seht, ich habe hier wirklich total viel Platz. Das ist echt richtig cool. Hier hinten würde jetzt der Ofen hinkommen. Da ist die Durchführung. Funktioniert echt gut. Habe ich mit anderen Zelten ja schon monatelang getestet. Bin ich wirklich begeistert. Ja, hier die Trekkingstöcke mit der Fix-Plus-Verbindung. Ne? Im Prinzip ist das sozusagen wie so ein Gürtel. Zwei Stück an der Zahl mit einem Seil hier und der Schlaufe. Eigentlich ganz praktisch. So spart man sich eben, wenn man sowieso schon Trekkingstöcke beim Wandern oder so dabei hat, spart man sich eben hier noch eine extra Zeltstange. Denn ich hatte auf meiner letzten Skandinavien-Tour, also auf der letzten, wo ich dieses so ein Zelt auch dabei hatte, da hatte ich keine Trekkingstäbe, sondern tatsächlich eine extra Stange dafür. Und das sind dann wieder, das ist wieder richtig Gewicht, also irgendwas zwischen, ich glaube so 400 Gramm oder 500 Gramm extra muss man dann einrechnen. Und hier hat man eben 260 Gramm, weil die wiegen je 130 Gramm ungefähr so. Und ja, und hat eben auch noch die Trekkingstöcke zum Wandern. Das ist natürlich total cool. Ja, was kann ich euch noch Interessantes dazu sagen? Also im Prinzip ist es der Vorteil von diesem Zelt, dass man es eben beheizen kann. Dass man genügend Raum im Inneren hat, dass dieser Ofen hier Platz hat, dass man hier drin es so heiß machen kann wie in der Sauna. Man kann hier an dem Trekkingpol kann man eben seine Klamotten aufhängen. Hier neben geht das Ofenrohr dann raus. Das hat den Vorteil, am Abend, wenn man den ganzen Tag jetzt unterwegs war, man ist blitschnass, alles ist aufgeweicht. Man geht in seine warmen Klamotten, die noch trocken sind, und in den Schlafsack. Ja, aber am nächsten Morgen stehst du halt beim normalen Zelt eben wieder auf und musst in die nassen Klamotten, um dann weiter zu wandern oder zu fahren oder was auch immer. Mit diesem Zelt ist das nicht so. Du hängst, wie gesagt, die Klamotten hier auf, machst den Ofen an, trocknest alles durch. Am nächsten Morgen hast du trockene Klamotten. Ja, also das ist wirklich für mich ein unglaublicher Unterschied. Also das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Gerade in Temperaturen, bei Temperaturen, die eben nicht so angenehm sind, bei viel Regen und Feuchtigkeit, macht das halt Sinn, so ein Zelt. Und da hat das so viele Vorteile gegenüber einem normalen Zelt, dass ich sowas hier nicht missen will. Ja, und natürlich ist es auch richtig geil, dass man dieses Zelt auch als Ein-Person-Tipi aufstellen kann. Also das, was viele Leute als so ultraleicht Ein-Personen-Zelt kaufen, ja, solche Zelte wiegen irgendwas zwischen meistens 500 Gramm bis 1 Kilo, können auch drüber liegen, wenn die hier solche Trekkingpoles als Mittelstütze haben, und ja, sind damit sozusagen auch gar nicht leichter als dieses Zelt, ne, mit allen drum und dran, mit 740 Gramm plus diese Stöcke hier, sind wir bei ungefähr einem Kilo, aber mit allem drum und dran hier bei diesem Zelt. Ja. Also ich meine, das ist perfekt, das ist immer noch ein super leichtes Ein-Personen-Zelt. Finde ich auf jeden Fall total top. Und man kann sehr, sehr viele Sachen auch weglassen. Also wenn man die ganzen Abspannpunkte hier, wenn man da ganz dünne Dynehmer-Schnur nimmt und tatsächlich aber nur 8 Heringe statt 16, die jetzt hier dazu sind, mitnimmt, da spart man einiges an Gewicht ein. Ja, und wie gesagt, wenn man jetzt nicht darauf steht, einen Ofen zu betreiben, das Ding alleine gibt auch schon wieder sowas wie 60, 70 Gramm dieser Stoff von Übergangsmaterial. Ja, also man kann sozusagen hier und da ein bisschen was sparen. Das Interessante an diesem Dyneema-Stoff ist, nehmen wir jetzt einfach mal an, man würde tatsächlich jetzt nicht so ein großes Zelt haben wollen, sondern wirklich nur ein Ein-Personen-Zelt. Das heißt, man könnte im Prinzip das ab hier, naja, ab da ungefähr wegschneiden und hätte ja nicht die Hälfte, aber schon einen ganz schön großen Teil davon eben ja, weggeschnitten, beziehungsweise hätte man gar nicht erst gekauft, den Stoff. Dann würden wir uns natürlich erstmal beim Preis bei fast der Hälfte bewegen, und der große Vorteil wäre, es wäre natürlich wesentlich leichter.
Also da wäre der Stoff dann alleine bei wahrscheinlich unter 200 Gramm. Ja? 200 Gramm plus natürlich alle, ja, hier der Reißverschluss, die Abspannpunkte und alles, was man halt so noch dazu haben möchte. Aber ich meine, das ist unschlagbar. Das ist im Prinzip das Gewicht eines Tarps, kann man sagen. Ja, und du hast aber ein Zelt im Prinzip. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich bin absoluter Fan von diesen Einfall-Tippis. Und ja, da ich auch mit normalen Tippis quasi zelten gehe, kann ich das sozusagen sehr wertschätzen, diesen runden Raum, der hier entsteht. Und dieser große Raum vor allen Dingen. Man könnte hier auch mit einer Gruppe von, ja, wahrscheinlich, wenn man sich hier eng zusammensetzt, könnte man hier mit irgendwie 6 Leuten super drin sitzen. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ja, soweit vielleicht erstmal als erster Eindruck von diesem Zelt. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich das hier Ganze, wie ich das alles hergestellt habe, ich habe noch ein Anleitungsvideo gemacht, wo alle Schritte, die ich jetzt hier gemacht habe, um das hier zu nähen, genau erklärt sind. Und wenn ihr sowas nachnähen wollt oder euch generell für diese Zeltart interessiert, dann schaut euch das gerne mal an. Also macht's gut, bis dann.